In Splatoon 2 gibt es jetzt aktuell den Global Test Fire, ne? Für kurze Zeit. Da kann ich zum Beispiel jetzt von 20 bis 21 Uhr eine Stunde lang Multiplayer spielen. Leider noch nicht mit anderen, sonst hätte ich wahrscheinlich mit Zombie oder so gespielt. Leider erstmal alleine. Ich werde mal schauen, ob ich 2-3 Folgen zusammenbekommen werde. Das wäre natürlich schön für Leute, die Splatoon gar nicht kennen. Dort muss man ganz simpel gegeneinander mit Schusswaffen, sage ich mal, kämpfen wie ein Ego-Shooter, nur mit Farben. Das heißt, du schießt den Gegner mit Farben ab. Es gibt verschiedene Sachen an Farbgewehren oder an Farbrollern zum Beispiel. Und man muss dann die Gebiete in seiner Farbe, in seiner Teamfarbe besprühen. Und das Team, was die meisten, das meiste Gebiet in seiner Farbe besprüht hat, hat dann gewonnen. Eigentlich relativ simples Prinzip, wenn man lang genug, ohne zu sterben, viel Gebiet einsprüht, hat man noch eine Ulti bereit, also eine Spezialattacke, die von Waffe zu Waffe anders ist. Und jetzt in der Test-Demo kann man erstmal 4 Waffen spielen. Und jetzt viel Spaß bei Splatoon 2. Und damit willkommen in Splatoon 2, der Demo-Version. Wahrscheinlich habt ihr schon 100 Folgen gesehen bei Zombie und allen anderen, die das jetzt gespielt haben, aktiv. Denn wer will das nicht spielen? Das spielen, glaube ich, alle. Vielleicht treffen wir jetzt wieder jemanden. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit dafür. Habe ich ja schon alles soweit erklärt. So, wir spielen jetzt als allererstes den Standard. Das Standardgewehr, kann man sagen. Ne? Das man eigentlich von Anfang an so benutzen kann. Und das ist auch mit, finde ich, eins der stärksten und solidesten Sachen so. Kannst du alles mitmachen? Kann man alles mitmachen? Ich freue mich. Kampfadre, wir kommen. Färbe möglichst viel ein. Mullus Kebelrude oder so. Und da geht's los. Erstmal alles einfärben hier in dieses wunderschöne. Welche Farbe ist denn das? Keine Ahnung. Und wie gesagt, wir spielen das Ganze ja natürlich auf der Switch, ne? Und ich habe erstmal das erste, was ich gemacht habe. Steuerung kann ich immer noch nicht gut. Das erste, was ich gemacht habe, ist Bewegungssteuerung ausgeschaltet. Also, das war ja für mich eher ein Nachteil. Die Bewegungssteuerung, da kam ich ja gar nicht mit klar. Na, du Blödmann. Na, ich mache hier oben mal alles schön in unsere Farbe. Wir haben gleich die Ulti-Ready, Mann. Da. Ich liebe. Also, ich fand Splatoon 1 schon eigentlich immer lustig. Ich habe ja den Singleplayer, die Kampagne gespielt, ein bisschen Multiplayer mit Zombie und so. Und mit allen anderen. Und als es dann nicht mehr so gespielt wurde, habe ich es auch nicht mehr so gespielt. Aber ich fand eigentlich immer Splatoon eine lustige Sache. Oh. Ha. Der wollte dann kommen, aber nicht mit Commander Morgame. Ja, wo sind hier noch Leute? Einmal auftanken. Da oben ist, glaube ich, so eine Sniper, ne? Es gibt am Anfang jetzt in der Demo nur 4 Waffen, die man natürlich testen kann. Ich werde versuchen, mindestens 3 zu zeigen. Ich werde vielleicht bei der Sniper verzichten. Das liegt aber einfach ganz simpel daran, dass ich damit null umgehen kann. Also wirklich gar nicht. Und das will auch keiner sehen. Das ist ja der Horror. Hier einmal hoch da mit den Lack. Rauf da! Die Blödmänner hier. Machen hier alles in der falschen Farbe. Nein! Da hatte ich gerade unsere Ulti ready und ich springe natürlich genau in die Ulti des Gegners. Aber wir können es ja direkt in den Kampf beamen. Zu Kollegen. Das finde ich immer sehr praktisch. Oh, Splatoon 2. Ich freue mich schon auf das Spiel, wirklich. Da freue ich mich schon. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Multiplayer-Matches dann bringen, wenn das soweit ist. Aber da nicht alleine. Ich hoffe, da werden dann ein Zombie oder so sich natürlich anschließen. Double Kill. Ja, sie hat mich doch gekillt irgendwie, obwohl ich sie gekillt habe. Das Problem gab es früher aber auch schon so. Dieses, dass das nicht immer so geklappt hat, habe ich das Gefühl. Ja? Aber es läuft alles stabil soweit. Ich habe bisher jetzt nicht so die Probleme, dass was habe ich getan? Nicht so die Probleme, dass es krass gelaggt hätte oder so. Das war alles easy going bisher, ne? So, Ende. Oh Leute, wir haben verloren.
Aber guck mal, die Gegner haben so eine süße, die haben diese große, dicke Katze im kleinen. Oh, wir haben gewonnen! Ich kann das nicht einschätzen, ich habe wohl kein Fassungsvermögen. Siegerbonus! Bam, 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 bam. Oh, ich bin nicht Letzter. Das finde ich ganz gut. Dafür, dass es mein erster Kampf heute ist, bin ich nicht Letzter. Noch ein Kampf. Ja, sicher. Die andere Arena ist Korallenviertel. Und ich muss sagen, die Arena gefällt mir. Vom Aussehen her finde ich die super toll. Also ich finde die super. Ja, hier muss man auch mal angucken, die Maps, Leute. Hier ein Fahrrad, Skateboards. Ja. Also das Korallenviertel, das gefällt mir. Das ist Korall, Alter. Alles schön einfärben. Ich gehe mal direkt hier Richtung Gegner. Du blöd, Mann. Wie kann das schon wieder sein, dass wir uns schon wieder gegenseitig getötet haben? Das passiert so verdammt oft irgendwie bei mir. Mann, das ist doch echt einfach ultra Pech, Mann. Wham! Na? Ach, die haben sich auch wieder gegenseitig getötet. Meine Runden bestehen daraus, dass ich mich gegenseitig mit jemand anderem töte. Ja. Auf wie geht's? Versuch Nummer 100. Wie zur Hölle schaffe ich es? Ich beam mich hier zu meinen Kollegen und ich komme genau in die Granate, die gerade explodiert. Schon wieder. Woher kommen diese verfluchten Granaten hier? Die sind ja mir nicht geheuer hier. Einfach eine Frechheit. Einfach eine verdammte Frechheit. Los weg von dieser Curly-Granate. Die geht mir einfach auf den Sack. Also wir schleichen jetzt hier. Wir warten auf unseren Angriff. Ich glaube, ich höre auch mit dem Spiel, ganz ehrlich, also. Die ist dann noch zur Seite gerollt. Ja, stimmt. Es gibt eine neue Waffenart hier, dieses Akimbo. Das können wir ja spielen, wir auch heute noch. Oh nein, habe ich wieder verklickt. Nein! Wir verlieren sowas von. Ach, wir haben auch ein weniger irgendwie. Ja, in meinem Team war jemand, der geliebt ist. Danke. Hi, Bladi. Hey, was soll das denn? Wo kommst du denn her, jo? Ah. Ich hab echt, ich krieg zu viel. Die Runde ist echt nicht geil für mich. Also es läuft so gar nicht. Ich hoffe, die nächste Runde, ich versuche mal so 3 Runden zu machen. Ich hoffe, in der dritten Runde rasieren wir dann wenigstens noch mal ein bisschen. Na, ah, weg mit euch. Oh, geht doch. Du blöde Kuh. Nein! Immer wenn ich meine Ulti ready habe, werde ich doch gekillt. Ich meine, bittere Tränen, bittere Tränen. Grausamste Runde der verdammten Welt. Grausamste Runde der Welt. Aber mal ernsthaft, wie viel macht das bitte aus, dass du einen Teamkollegen weniger hast? Wenn die dritte Runde jetzt nicht gut wird, ne, dann werde ich irgendwas kaputt machen. Bitte lass mich nicht mit Kevin in ein Team. Da ist ein Kevin. Bitte, Mann. Viele kommen mit dem Controller irgendwie gar nicht so zurecht. Ich habe damit gar keine Probleme und ich bin fett. Ich glaube, das ist das ausschlaggebendste Argument. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann auf der Nintendo-Werbung, haben Sie keine Angst vor diesem Controller. Dieser dicke Junge schafft es auch. Ne? Oh Gott. Ich bin das Werbegesicht von Nintendo, Mann. So richtig beleidigende Werbung. Ich bin das Werbegesicht von Nintendo. Du weißt, dass du in der Werbung beleidigt wirst. Nintendo. Es wäre lustig. Ach Leute, guckt doch mal an, was ihr hier alles übersieht. Ja? Das muss man doch voll spritzen mit dicker Farbe. Ne? Ey, so kann ich nicht arbeiten hier mit so einem Team. Nicht mal alles voll spritzen. Feuer, 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 Feuer. Oh, Ulti ready. Na? Kamehameha! Oh yeah, ich habe einen erledigt. Ich habe 2 erledigt. Oh mein Gott.
Ich habe zwei Leute gekillt, Leute. Oder steht das unten allgemein, wenn jemand gekillt wird? Nee, nee, nur wenn ich einen kill, oder? Oh, das war unser. Ich dachte gerade, da kommt ein Gegner. Der macht jetzt hier Stress. Bombe! Ich muss sagen, die Runde lief jetzt schon besser. Wir haben jetzt schon Ulti gezündet, zwei Leute gekillt und noch nicht 100 Mal gestorben. Also für mich ist das jetzt schon eine erfolgreiche Runde. Na, kann mir keiner sagen, was anderes behaupten. Weißt du, er rasiert hier alles so schön in seiner Farbe. Und dann komme ich hinter ihm und mache alles wieder in unsere. Au. Nein! Ich wollte den mit dem Klecksroller noch erwischen. Ärgerlich. Alter, der mit der Bazooka, ne? Was geht denn da ab? Ich komme in den Kampf. Na? Ach, das ist doch dumm. Das war so dumm. Ein bisschen besser aufpassen sollte ich da aber trotzdem schon mal. Alle tot. Ach, ja, super. Super geportet. Und zwar habe ich mich einen ganzen Meter bewegt. Finde ich gut. Was zur Hölle? Warum kann ich mich von dem Ding aus dahin porten, wo ich schon bin? Du blöde Kuh, Mann. Da habe ich gewartet auf den richtigen Moment und zugeschlagen. Wie eine Spinne in ihrer Höhle. So lobe ich mir das. Und Feuer! Habe ich ihn erledigt? Nö. Ich glaube nicht. Aber egal, komm. Dann ist das halt so, ne? Dann machen wir nochmal die Farbe hier weg. Ah, die haben sich wieder gegenseitig gekillt. Haha, Ende! Wir waren gar nicht so scheiße dabei, die Runde, ne? Um mal ehrlich zu sein, das war gar nicht so scheiße, oder? Komm schon. Also gewonnen haben wir das allemal. Das sieht man eindeutig. Da hat der dicke Kater gewonnen. Ich meine, da freut sich auch wie blöde. Letzter. Ich muss noch üben. Wir sehen uns bei einer anderen Folge wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ihr hattet irgendwie Spaß beim Zusehen. Ach man, bis zur nächsten Folge. Ich werde irgendwann besser. Versprochen. In der nächsten Folge bin ich schon Profi.